Am Samstag hatten wir in Mexiko den letzten Oktobertag. Der war die Deadline eigentlich für Red Bull in der Motorenfrage. Hör auf. Hör auf. Ja, das ist furchtbar. Also furchtbar. Ich meine, der Toro Rosso kann sofort mit Ferrari fahren. Aber er darf natürlich jetzt erstmal nicht, solange die anderen nichts haben. Und die anderen haben sich schon, also der Christian Horner und ich weiß nicht, oder Dr. Marc, ich weiß nicht, wer da letztendlich die Entscheidungen trifft, aber die haben sich schon ordentlich in die Sackgasse manövriert. Ich meine, die haben sich ohne Not in ein Eck manövriert, wo sie jetzt nicht mehr rauskommen. Und das muss ich sagen, es ist schon tragisch, weil das Team ist super. Die beiden Teams sind ja die bestfinanziertesten Teams. Die haben keine Schulden, nichts, alles ist gut. Ja. Und machen guten Motorsport. Und ich meine, gerade auch, wenn man mal auf die Verstappen-Sainz-Geschichte schauen, ist doch toll. Da sind zwei junge Leute, die zeigen können, was sie drauf haben. Toro Rosso ist ein super Team, toll geführt, super professionell. Und von Red Bull brauchen wir gar nicht reden. Ich meine, das 4-WM-Titel ist nicht ohne. Also wenn die in Gefahr sind, das ist schon tragisch. Kleine Prognose, sehen wir beide nächstes Jahr im Grid und wenn ja, mit welchen Motoren? Also Toro Rosso, klar, Ferrari, aber Red Bull? schwierig. Also eigentlich schließe ich mich da dem Kollegen Lauda an, der sagt, also eigentlich müssen die wieder irgendwie zurückrudern, mit Renault weitermachen.